Also 1 R, 1 L. Steht das hier irgendwo? Moment. Wir haben 2 Aussparungen. Die sind aber irgendwie weiter oben. Was ist das doch hier? 2 Löcher. Hier ist irgendwie gerade falsch rum. Wo ist denn jetzt oben? Ja, ich habe ja nur 2 solche Seiten. Ne, das ist irgendwie nicht richtig. Ich habe auch 2 von in der Moment. Von 12, 3 von 12. Oh Mann. Also, da wo du 3 Stück hast, also hier, das ist also 3 Löcher, das ist also ein Bodenstück, ein Rückstück, nein, das ist ein Bodenstück. Da kommen 2 von den Schrauben rein. Und den hier, die kommen erstmal hier rein in der Mitte. Den tun wir hier rein. Ist so richtig. 5x30. Ich habe ja auch nur 2 5x30. Habe ich 4 Stück. Ja, dann bin ich doch hier richtig. Dann ist der Schaum da jetzt voll schön. Ist so groß. Also erstmal die 2 hier rein. Das ist eigentlich zum Fenster oder wozu ist das? Nee, reinschauen, ne? Richtig. Nehmen wir erstmal das Bodenstück C1. Ja, 5x30. Ja. Schlinkung. Das muss aber auch in die Löcher hier, in die mittleren, ne? Kleine hier. Dann haben wir das Bodenstück. So, jetzt aufpassen. Ja,
Was können denn nur die sagen, wenn die haben. Nee. Was hier anders gezeigt wird hier. Nee, es können ja nur die Seiten hier sein. Was ist denn das? Eine dieser, genau, mit den zwei großen Löchern hier. Das ist nämlich die. Ah, Mann. So, jetzt pass auf, hier ist das Bodenstück. Wir haben hier die. Das ist das Bodenstück. Merkt ihr, Bodenstück. Dann kann ja das von dieser Stück hier sein. Aber hier auf dieser Zeichnung sind so zwei schräge. Das glaube ich nicht. Das sind, glaube ich, die hier. Das kommt hier rein, hier kommen diese Holzteile rein. Die man auch leimen soll. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Aua, schon Splitter im Finger. Scheiße. Aber jetzt mal ganz im Ernst, diesen Leimscheiß kannst du auch sparen. Das bringt sowieso nichts. Das Ding öfter bewegt sogar, sonst will man mir nicht. Ach, echt. Ja, passt super. Habe ich hier mein Mini-Hämmerchen denn? Normalerweise ja, keine für Holz. Ist nur die richtigen hier, oder? Ja, die 8x30er. So. Machen wir erstmal bei beiden Seiten. Ja, bei beiden Seiten. Machen wir erstmal die unteren Teile fest. 32. Also hier, theoretisch. Ja, jetzt kommt das auch mit dem Schräg wieder hin, glaube ich. Mittig kommt wieder hier ein Schraubengewichsel. Ja, aber Moment. Hier rum. Und beide kommt das hier. Deswegen haben wir auch vier davon, das macht Sinn. Ihr seht, dieses grüne Teil hier ist eigentlich auch nur zum Fixieren, weil man das grün dann festhält und die Schraube andrehen. Das weiß ich sogar nicht, dass ich von irgendwas noch arbeite, aber kommt schon hin. Das wäre jetzt wohl richtig, das kriegt einen Schlaganfall. Und hier oben, das wird wieder mit so einem Pinöppel verbunden, richtig? 6 Stück, ja genau, deswegen brauchen wir hier auch noch einen dritten, weil dann sind insgesamt 6. Das kommt ja dann her. So, machen wir das hier auch direkt, ne? Gucken, dass wir eine richtige Umarmung haben. Dürfte ja nicht allzu lange dauern, das zusammenzubauen, wenn ich es jetzt richtig mache. Was bei mir immer schwierig ist, da ich habe nicht nur zwei linke Hände, ich habe zwei linke Arme. Halt doch die Fresse. So. Jetzt müssen wir hier erstmal noch gucken, was noch fehlt. Ne? So, das sind jetzt also unsere Seitenteile, die sind fertig. So müssen die also. Die sind immer Splitter, was ist denn Billig-Scheiße, die ich kaufe, ey. Na, jetzt gucken wir jetzt mal, dass wir hier das Oberteil hier anfügen. Das ist die 3, das kann ja nur das sein. Mit diesen Löchern. Und die Pinöppel müssen nach außen. Das heißt, wir müssen, ich muss das mal so rumlegen, dass ich auch verstehen kann. Moment, warte. Warum das andere Brett, das ist falsch. Nehmen das auch. Ach nein. Nehmen das hier. Damit ihr das hier reden, so habt ihr auch die Zeit, damit ihr das auch versteht. Ja. Ja, so ist richtig. Man muss das jetzt so drauf. Ich hab gespuckt. Und hier mit der Schraube, hier mit dem Pinöppel. Das mit. Lieber machen. Weil hier muss das sitzen, weil man ja hier die Schraube hat. Und dann kommst du hier mit den Verschlussteilen. Das kenn ich noch von früher. Diesen kleinen Verschlussteilen, die machen wir dann rein. Und dann müssen wir die so umdrehen, dass die Schraube frei ist. Dann kann man das hier nämlich reinmachen und dann zack zur Seite drehen. Siehst du, wenn du das zur Seite hast, dann hast du automatisch festgezogen. Das weiß ich sogar noch. So blöd bin ich dann doch nicht. Also nicht so blöd. Moment mal, da wird hier immer noch ein Pinöppel. Da soll jetzt hier noch dieses dünne Brett dran. Das wird auch von beiden Seiten gesteckt. Ist da egal, welche Richtung? Ich glaube nicht, ne?
Muss ich schon gucken, welche Seite passt. Ja, das kommt hin. Und dann jetzt die andere Seite drauf. Dass die alles zusammenpasst. Sieht gut aus, ne? Müssen wir jetzt hier noch einmal um die Nippel reinschrauben. Gucken, wo die Schraube ist. Ja, ist er so rum rein. Festziehen, den Wichs. So, das geht. Boah, keine Macken im Tisch machen hier. So, dann geht's weiter im Programm. Dann haben wir hier die Nummer 2. Das ist hier diese Bodenplatte. Dazu müssen wir. Oh Mann, ist das ein Macken im Tisch? Das finde ich gut. So, jetzt müssen wir die Platte hier. Also Moment, von hier kommen außen zwei Pinnippel rein. Ich mag einen Tisch gemacht, ne? Hier generell weiter rein, habe ich gar nicht gesehen. Gehen die noch tiefer? Nee, zum Glück nicht. Da ist alles Taco. Gerade Sorge macht, dass nicht genug kommt, aber. Entstand doch. Okay. Hier würde ich jetzt allerdings bei. Ah, was ist das für eine Scheiße? Der Ficklein ist hier ausgelaufen oder was? Verarschen? Was für eine Drecksfirma ist denn? Ja, klasse, ey. Ich wollte gerade sagen, an dieser Stelle würde ich dann auch ganz dünn hier den Holzleim benutzen. Denn hier ist es dann doch nötig, weil wenn du jetzt hier die obere Seite anfasst, beziehungsweise das Ding ja dann doch mal bewegst oder was. Dass du doch an der oberen Platte, das ist eine Sauerei, an der oberen Platte auch die Verbindung hast. Ich muss mir jetzt allerdings mal kurz die Griffel waschen. Ja. Weil die Flasche ist undicht. Geh mal weg. Husch. So, wir sollten jetzt hier angetrocknet sein. Ich habe allerdings, war ich so doof und habe vergessen, die Schiene einzusetzen. Allerdings ist das vorne und hinten noch offen. Das heißt, trockener Mund. Sollte man noch hinkriegen. Schienen reinbauen. Ja. Das ist hier die Schiene. Und ja, muss die so rum? Ich sehe das jetzt gar nicht. So? Moment. Und dass sie raus kann. In die richtige Richtung. Also so. Glaube ich. Dann müsste ich heran, theoretisch, wenn er ausgezogen ist, muss ich ja dann. Wo muss ich dann durch? Das ist die Frage. Nase weg! Die schwierige Griffe von der Schaschine. Wie muss sie denn jetzt? So rum. Dass die so raus kann. Also die muss hier hin. Mensch, Junge, blöd bist du auch wie Bodenstroh, ne? Also hier, dann müsste hier in das Loch eine. Aha. Ja, was nehme ich dafür eine? Zum Schiene festmachen, was nehme ich da? E5. E5 ist 3,5 mal 16. Ja, wir haben ja nur die, wir haben keine längeren, ne? Doch. Mal 16, was haben wir noch? Mal 35, das sind dann die kurzen hier.
Jede kurze. Ja, jetzt habe ich ölige Finger. Das ist jetzt natürlich optimal für mich. Ey. Aua, Ficker, ey. Das darf er nicht rausgucken. Im Ernst, hier guckt er doch so ein Stück raus. Das geht doch schon mal gar nicht. Jetzt guckt hinten die Schiene doch ein Stück raus. Kann ich dann die Rückseite? Ach doch, da ist Platz oben drauf. Okay. Aber die Schiene muss ja so dran. So. Das ist verwirrend. Ich bin jetzt so blöd, eine Schiene anzumachen. So, jetzt müsste ich hier. Und ja, hier vorgefertigten Löcher sind. Müssen ja hier jetzt irgendwo dran kriegen. Das geht schon mal gar nicht. Ich kann ja jetzt nur so. Ja, da bin ich so blöde. Wahrscheinlich muss ich aber einfach anders machen, weil. Ja, so passt es auch. Oder? Das Loch und das? Ja, das passt doch optimal. Ein bisschen falsch unterwegs. Naja, macht nichts. Ja, vorsichtig. Oh, jetzt habe ich einen scheiß magnetischen Schraubendreher. Machen wir ganz leicht reinschrauben. Sofort auf Anschlag hier. Ich die andere Schraube auch noch in Ruhe reinmachen kann. Zittergriffen. Filigrane Sachen, es geht wieder los. Na komm, will ich nicht. Ja, genau, komm, konzentriere ich mich, geht's wieder los, ey. Ma, ich hasse es. Bleib doch da drauf! Ey. Das war nicht mit dem magnetischen Scheiß, weißt du? Mag ja hilfreich sein, wenn du eine Schraube ausziehst, weil sonst kannst du so eine Scheiße in der Tonne treten. Kriegen wir jetzt auch noch so ein Thema, wa? Boah, mit dem Schaumdreher ist das echt ein Problem. Vor allem, weil ich jetzt habe ich auch noch hier von der Schiene die öligen Griffe und rutsche ewig von dem scheiß Griff ab. Das ist eine Scheiße hier. Ich rutsche ewig von dem. Jetzt kannst, damit kannst du knicken. Einen großen Schlitz hier, ey, das kannst du in der Tonne hauen. Oh Gott, ich kann nicht lachen, ey. Sollen so arbeiten. Den so einfach so hinlegen können, dann kommen wir noch ran, ne? So ein Miststück, ey. Hey. Arschen. Hier wird durchgebohrt? Nee. Das nicht. Das soll richtig sein jetzt. Das ist jetzt die falsche Seite. Aber es ist jetzt hier auch Platz, weil auf der anderen Seite dann guckt das hinten raus. Das kann dann nicht richtig sein. Hier muss ich noch ein Ding ans Hand packen. Habe ich an der anderen Seite auch. Stimmt, habe ich fast übersehen. Machen wir mal eben.
ziehen hier. So, mal eben die andere Schiene dran. Ist jetzt schnell gemacht, ne? Ich bin ja gut, sieht man ja. Das ist die Fackel. Aber das ist echt jetzt mit den rutschigen Fingern echt scheiße. Ich kann die Schraube rein. Ey. Der ist. Irgendwie ist er zu spitz, das funktioniert so nicht. Der rutscht ja noch mehr. Naja, ist gleich fest. Bevor ich komplett straff ziehe, noch eine kleine Aussuchung. Habe ich so nicht so. Na, fick dich. Ist gleich drin. Ist gleich drin. Können einfach einen anderen Bit nehmen, aber nein, so hat man ja nicht. Können wir einfach den hier nehmen. Das war der Spray für die Furze von meiner Mama. Oha, der zieht aber an, du. Der zieht aber. Ja, der zieht richtig. Aber gucken wir. Geht. Ja, was brauchen wir jetzt? Jetzt habe ich die Schiene noch falsch rum eingebaut? Oder was? Och nee. Oder doch? Das kann doch nicht wahr sein. Warum gucken die jetzt hier so raus? Ich habe die falsch rum eingebaut. Och nee, ey. Ach, Mann. Das ist so eine Scheiße hier immer. Ich werde nie fertig. Okay, die Schienen müssten jetzt richtig rum dran sein. Wahrscheinlich habe ich die jetzt genau falsch rum angebaut. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die jetzt genau falsch rum angebaut. Kann ja nicht sein. Auf der anderen Seite würden sie sonst überstehen. Also, jetzt sind wir die Schatten zur Seite. Und ein bisschen gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Wir müssen jetzt gucken. Ich baue mir jetzt die Schublade hier zusammen. Das ist die Rückwand. Ach, jetzt ist die Schublade. Das sieht aber mal einfacher aus. Wo ist denn hier Schublade? Schublade? Ach da. Also, wir haben eine. Das ist die Vorderseite, wo die Blende dann schrauben.
Gut, ist das die Rückseite davon? Und in die Rückseite, Rückseite, ja, nicht auf Fotze. Die Rückseite hier kommen, hier ist eine Pinorkel, A1, viermal, ja. 1 oder 4. Leim habe ich jetzt in eine Tüte. Der ist nämlich brav ausgelaufen, genauso wie ich mir das gedacht habe. So. Ja, komm, dann machen wir den Griff dran. Moment, wo ist jetzt oben? Okay. Machen wir mal in den Griff fest und zwar mit den langen 35ern her. Was sind denn hier die? Das sind ja keine 35er, oder? Wohl doch, wenn hier so durchgeht und dann hier rein, da kommt das hin. 30, 35, ja, welche nehme ich denn da? Für den Griff nehmen wir E7, das sind die 35er, also die ganz langen, dann bin ich hier richtig. Gut, mal gucken, dass der Griff richtig rum ist. Eine zweite große. Das hier kaputt schrauben, aber soll er richtig sitzen? Deswegen kommt ja. Wenn es in die Beschreibung steht, mache ich das so. Nachher vorne wieder rauskommt, dann kommt es vorne wieder raus. Ne, sieht eigentlich ganz passend aus. Fest und ab. Soweit fest, nicht ab. Schöne Sache. Und jetzt müssen wir. Verfickte Scheiße. Ich hätte die Innenteile rausklicken müssen, damit ich die scheiß Schublade reinklemmen kann. Oder habe ich jetzt. Also hier abklicken oder was? Ach ne, was habe ich denn hier für eine Scheiße gebaut? Das Innenteil hier muss man. Hä? Ach ne, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich glaube, ich bin hier schon richtig, aber irgendwo habe ich jetzt was. Bitte. Jetzt habe ich was. Oh nein! Klicken? Wo soll ich mal klicken? Das ist doch jetzt aufgezogen. So. Ah, soll ich von hier klicken? Ich kann jetzt nichts mehr anklicken, weil ich es nämlich schon festgeschraubt habe und das. Das, was man auseinanderklickt, wahrscheinlich direkt hier hinter sitzt, oder was? Ah! Das klickt so, okay. Das heißt, ich hätte mir die ganze Arbeit mit dem... hätte mir den ganzen Stress mit dem Hin und Her... sparen können, wenn ich einfach nur unter dir das immer noch rausgeklickt hätte. Ja, wie blöd bin ich denn? Och, ey, das ist doch nicht mehr wahr hier, ey. Wo ist jetzt wieder die Anleitung mit den Scheißdingern, ey? Mann. Mann, ey. Ah, lass mir jetzt erstmal die Hände. Ich hab hier mal die Schmiere, ey. Hoffen wir mal, dass wir jetzt fertig werden hier. So. Das Finish hinkriegen, mehr oder weniger. Die Seiten sind. Das ist schon falsch, ja. Was ist denn das für eine Scheiße? Hier sind zwei Knoppen. Einen großen, einen kleinen. Ja, das passt doch schon wieder gar nicht. Wie jetzt hier? Was ist denn jetzt falsch? Ah, Gott, ey.
Na, kann ja auch nicht wahr sein, ey. Was ist denn für eine Scheiße hier? Nur eine Loppe. Oh, rein, oben. Gepennt hier. Und unten kommt. Hä? Eine Schraube durch. 6R. Das ist jetzt die Rückseite. Das ist die Vorderseite. Durch die Rückseite. Und die hat hier Löcher. Das heißt. Bin ich betrunken? In meiner langen Vor- und Rückseite oder nicht? Also vier Seiten. Das ist die Frontseite. Warte mal. Moment. Zwei große brauche ich hier. Ja. Kann ja nur so gehen. Aber andersrum. Ja. Ein Pinöppel und eine Schraube oder was? Hä? Ist aber wie nicht. Ist verschoben. Ja, aber wie soll ich das denn da drücken? Das ist sogar keine Möglichkeit. 6R. So, ich habe jetzt die Vorderseite auf die Rückseite. Das ist. Ich werde bekloppt, das kann ja nicht wahr. Dann habe ich das an der Rückseite jetzt geschraubt, den Mist. Das ist ja Quatsch. Aber das muss ja hinten dünner sein. Das passt doch gar nicht rein. Warum ist hier nichts beschriftet? So. Hier durch die kleinen Löcher kommen die Schrauben, oder was? Durch die kleinen Löcher kommen die Schrauben. Das heißt, wir müssen ja noch ein Brett haben. Was dann? Rückseite hat Schrauben. Löcher. Wir müssen ja alle Seiten Schraubenlöcher haben. Haben sie aber nicht. Nur die zwei hier. Ich verstehe das nicht. Was soll denn das hier? Aber Rückseite haben wir zwei große. So, da kommen hier Schrauben durch. Das heißt, in zwei Seiten oben groß und kleines. Ne, hier ist groß und hier ist groß und groß. Hier ist gar kein Loch. Was ist das hier? Da, wer hat denn das gefräst? Das funktioniert nicht. Groß und klein. Dann müsste das hier nicht groß und klein sein. Dann groß und groß. Hier ist groß und groß, hier ist groß und klein. So, nochmal. So, beide Seiten sind jetzt so. So, dass er so muss. Groß, klein. Groß, klein. Dann muss das so. So, hier oben kommt ein Pinöppel rein. Der allerdings von hier kommt. Aber er müsste. Das geht ja nicht. Hä? Links, rechts, A. Ja. Links, rechts. Das ist links, rechts hier. Muss ja, es geht ja nicht. Das ist 6 links. Ne, warte mal, das ist 6 links. Und das ist 6 rechts. So. Das ist aber eigentlich nur Pinöppelbogen hier. Nichts anderes. Also jedenfalls. Oh Gott, nee, ey. Also, muss hier einer ran. Ist das so richtig? Ja.
kommt hier. Das geht ja schon wieder gar nicht. Falsche Stücke rein. Ja, das muss oben sein. So. Und hier der Pinöppel rein. So. Hier kommt jetzt eine von dicken großen Schrauben rein, die natürlich Imbus haben. Und wir wieder so ein paar Imbusschlüssel dabei haben, die immer total top sind. Die einfach nur top sind. Beste Werkzeug, wo gibt, ehrlich gesagt. So, einmal Pinöppel und Schraube. So. Jetzt haben wir hier auch einmal. Ist das jetzt richtig? Sehe ich nicht. Moment. So, ne? Na, Moment. So. Pinöppel und Schraube. Jetzt sind hier die Löcher oben, sollen sie auch sein. Jetzt kommt hier auch wieder oben. Moment. Jetzt war ich schon, ne? Oben. Oben. Knappe. Kommt hier die Schraube. Zu dem mit den Bohren außen. Die aber auch oben sein müssen. Das heißt, wir haben hier die Löffel und Schraube. Was man nicht sagen kann. Das kommt schon wieder nicht hin. Ich krieg einen Schlaganfall. Hier sind gar keine Bohren, aber hier sind die Bohren, wenn ich es richtig mit Pinöppel und Schraube. Hier ist es doppelt groß, das kann nämlich dann nicht sein. Das haben sie nur falsch ausgebohrt hier, glaube ich. Oh mein Gott, ich kriege das schon. So, eine große Schraube. Mit unserem Wunderwerkzeug, was ich glaube ich wieder verlegt habe. Jetzt bleibt dir nur noch dieses Stück hier. Und das ist dann wie so eine Art Blende, die hier. Verstehe ich nicht. Erstmal schrauben wir das zusammen und das Ding kommt dann oben noch drauf oder so. Ich weiß das nicht, glaub schon. Und hier ist auch mal Pinöppel und Schraube. Das sind hier die Löcher nach vorne, diese hier. Das heißt, wir haben hier auch nochmal Pinöppel und Schraube. Richtig? Zwei Pinöppel haben wir noch. Ja, ich glaube, ich habe das. Ja, klasse. Jetzt gehen hier also tief rein. Ist mir scheißegal. Passt schon. Das geht ja nicht so weit rein, für dich. Nee, nur so. Wieso ist das denn jetzt hier schon wieder falsch? Moment. Ja, was ist er hier? So, ich glaube, der wird erstmal so zusammengeschraubt. Muss ich die Schiene jetzt nochmal. Ich glaube, die kommt erst noch, ne? Nicht, dass ich es jetzt wieder versammle. Nochmal schauen. Hier noch eine Schraube rein. Den Boden hier erst festmachen sollen, auch den Nagel nachher fest. Jetzt haben wir hier nämlich noch gar nichts. Das ist jetzt hier zusammengeschraubt. Wie geht's hier weiter? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das Gehäuse zusammenbauen, dann die Gehäuseboden. Ja, das habe ich jetzt ignoriert. Das kann ja ein Nachträger oder eben dran zimmern, das ist egal. Das haben wir jetzt so verbunden. So. 8 von 12. Wo ist jetzt 9 von 12? 12? 9 von 12. Ja, da auf dem Boden dran, das mache ich gleich. Das läuft nämlich nicht weg. So, dann müssen die Schienen dran. Und zwar richtig rum. Ah,
die 4 Pinöppel für vorne. So einen Blender dran machen. Oh Gott, ich werde doch bescheuert. Ja, aber. Jetzt fehlen uns ja zwei. Habe ich generell für die Blende hier zwei zu wenig. Drin. Ah, hier ist noch einer. Ja. Einer fehlt noch, aber den finden wir schon noch. Den finden wir gleich wieder. Erstmal die Schienen jetzt dran. So, also hier ist vorne. Den muss ich jetzt hier die Schiene dran schrauben. Boah, Mann, ey. Wie rum mit dem Klicker so. Genau. Jetzt hier anschrauben und hier anschrauben. Das sollte jetzt sogar richtig sein beim ersten Mal. Dann nehmen wir jetzt wieder die kurzen. Vorsichtig. Oh geil, die wollen nicht rein. Oh, die Hebel, wie funktioniere ich, ey. Das tut scheiße weh. Okay, das ist niedrig genug. Das sollte es kein Problem geben. Jetzt fangen meine Finger mal an zu rutschen mit dem Scheißöl. Funktioniert, weiß ich nicht. Okay, jetzt die andere Seite noch. Richtig. Hier oben richtig machen. Scheiße. Ist das jetzt überhaupt bei der anderen Seite richtig dran? Ich glaube ja. Das muss ich jetzt so rum hier dran, ne? Ne, ist spiegelverkehrt. Das ist jetzt einfach nur spiegelverkehrt. Das sollte klappen. Bloß das Öl ist ein leichtes Problem, weil das ist so stark eingeölt. Du kannst es. Du rutschst dann selbst, du rutschst immer ewig von dem Scheiß Schraubendreher ab und die Schrauben sind auch automatisch eingeölt. Du kannst keinen richtigen Druck aufbauen. Das ist alles scheiße hier. Na, ist hier nicht ganz reindrehen, damit wir noch ein bisschen Spiel haben hier. Habe ich die Schienen garantiert genau falsch rum drauf gebaut. Mann, deine Mutter. Mutter wird auch was helfen, sag ich. Nein, Moment, ich hab's gleich. Oh, mein Gott. Die Hände sind so rutschig geworden, ey. Ach, nee, ey. Aua. Das war Druck ausüben, bis du tot umfällst. Das bringt nichts, ey. Ich muss eh noch ein Festband hier. Müssen wir mal gucken. Das mit der Schiene jetzt passt. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, das ist jetzt genau falsch rum. Ich glaube, das ist genau falsch rum dran gebaut worden von mir. Dann bin ich so leid. Was ist denn jetzt für eine Scheiße? Ist jemand verbogen oder was? Nee, das muss so. Ah, hier vorsichtig.
geklickt. Es hat geklickt. Ha! Ha! Ja, hast du gesehen? Man macht ein Profi das. Und ich hab's abgeguckt. So, also doch hier, 4 Pien-Doppel dran. Ich frag mich, ob der vierte ist. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, dass der irgendwie verschwunden ist. Irgendwann ist sein. Man hat nicht umgesaugt, da kriegt er mir Sorgen, doch. Ach, halt die Fresse, weißt du. So. Irgendwann gesehen? Klar, ich such's dir mal eben kurz, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Also, nach einer kurzen Pause habe ich den Pinöppel gefunden. Das habe ich jetzt erstmal eben festgemacht. Ja, Spalten ist auch nicht ganz gerade, hier sehe ich gerade, aber da kann ich nichts für, das ist gerade angestaubt. Ja, fest ist es auch. Naja, muss den Leim noch ein bisschen trocknen. In der Zeit können wir dann eben noch die Rückseite festmachen. Und dann müssten wir es eigentlich endlich hinter uns haben. Was ich mal hoffe. Die Schublade ist sehr gut geölt. Die kommt von selber. Geht von selber. Und ich mache die Rückseite jetzt nicht zuerst. Ich müsste ja doof sein. Stelle ich gerade fest, weil ich Blödmann ja sagte, ach, Schubladen unter Seite. Ja, dann mache ich später. Ja, jetzt bringe ich mir die blöde Schublade hier drin. Ist gar nicht fest. Aber das macht nichts. Das ist ja ein paar Nägel reinschlagen, das kriege ich auch noch hin. Steht drin, man soll so ganz schön viele Nägel verwenden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht wie viele. Aber das sollte ich eigentlich auch noch für Kette kriegen, mehr oder weniger. Obwohl, ja, ich ja dafür bekannt bin, Nägel in der Wand schlagen oder irgendwas in der Richtung. Wie man sieht. Ich kann, jetzt habe ich wieder was an der. Wo kommt denn das her? Und ich ja dafür bekannt bin, dass ich nicht mal einen Nagel gerade in der Wand schlagen kann. Das ist dann nicht gerade förderlich, was hier passiert, die ganze Zeit. Genau, das mache ich nämlich. Ich kann nämlich nicht mal Nagel an den Niemand schlagen. Das ist nämlich das Problem, der Gabe. Schieß den einfach auf den Deckel hier. Oh, boah, fick dich, ey. Dann sollte es ja problemlos gehen, das hier alles reinzunageln. Hätte man aber von Anfang an so machen können, wenn man so 5 Sekunden mal nachgedacht hätte. Und längst bin ich immer noch der Meinung, dass Nägel einschlagen sich zu dem Kontingent gehören nicht gut kann. Sonst hätte ich auch meine Olle geschwängert oder so. Wenn ich treffen würde. Aber das ist ja ein anderes Thema. Na? Und selbst wenn ich hier, jetzt sind wir mal ganz ernst, wenn ich hier wenn ich hier 50 Nägel einschlage, dieser Pappmaché-Boden hier, der hält doch nichts. Jetzt mal ernst, der hält doch nichts. Kannst du mir nicht erzählen. Sobald du da mehr als Mittelmeer reinlegst, dann fällt dir Pflicht oder der Boden um Ohren. Nein, mein Ernst jetzt. Glaubst du nicht, dass das annähernd hält, der Quatsch? Das kann doch gar nicht halten. Ich bin ja nicht mal der Meinung, bei solchen Dingern jetzt nicht mit der Macke reingehauen. Bei solchen Dingern ist sowas nur zur Deko. Jetzt mal ganz im Ernst. Bei solchen Dingern ist so ein Boden doch nur zur Deko da. Der hält doch kein Gewicht oder irgendwas in der Richtung. Vorne und hinten nicht. Glaubst du das selber nicht, die Scheiße, ey? Hier Spanplatte auf Spanplatte, ne? Mein Gott, ne, ey. Das, was ich dir dazu sage. Das ist das Einzige, was ich dir dazu sage. Spanplatte auf Spanplatte.
Verbunden mit einem Kindernagel, weißt du? Ist mir im Ernst. Das hält doch nicht. Denk das mal hier. Der Nagel ist krumm. Den habe ich noch gar nicht angefasst. Was soll das sein, ey? Der Nagel ist schon vollkommen gebildet, konnte ich gar nicht hier reinschlagen. Geht gar nicht. Ach, ehrlich. Ich wollte ja auch gesagt haben, sowas geht ja eigentlich schnell, ne? Im Normalfall, meine ich. Im Normalfall sollte sowas eigentlich relativ fix gehen. Und nicht bei mir. Bei mir geht gar nichts fix. Ja, richtig, oder? Ja, vor allem ist es so, ja, das ist fest. Scheiße, ist das. Das hält nichts. Das hält überhaupt nichts. Vor allem ist die Sache noch nicht mal. Beziehungsweise das Problem habe ich mal so wirklich, dass das einfach dünn und genagelt ist, obwohl das ein großes Problem da ist. Unter anderem. Die Sache ist, dass diese Billigpressspan-Scheiße hier als Boden, wie ich ja sagte, auch wenn du eine Million Nägel reinschlägst, dass hier das scheiß Pappmaschine nichts hält. Punkt dann aus. Da beißt die Maus kein Faden ab, sagt er so schön, ne? Und da machst du nichts dran. Nicht so ankotzen, ich kann so einen scheiß Winkel und als Linksländer, weißt du? Dreh das Ding nur einfach um. Ja, gute Idee. Ja, sagst du das. Bis jetzt sieht es ja gar nicht mal so gut aus. Oh, wir haben es gleich. Ah, ja, wir haben es gleich. Hab ich gesagt. So, das sind jetzt genug Schrauben für den Unterboden, der sowieso nichts hilft. Das heißt, wir machen jetzt hier noch die Rückseite dran. Was auch sehr schön aussieht am Ende. Das ist das, was ich hoffe. Was dabei rumkommt, kennen wir. Und zwar Murks aller Micha kocht, Micha blockt, Micha bastelt was zusammen. Wir wissen alle, das wird nichts. Das ist nicht so, dass ich handwerklich einfach zu wenig mache, beziehungsweise hier, da und überall, sondern ich bin handwerklich so unbegabt. Eins sage ich dir, gib mir nie eine Bohrmaschine. Ich fräse dir 1 Milliarde Löcher in die Wand und hab nichts getroffen, würde man sagen. So ungefähr endet das Lied dann immer. Aber ich bin froh, dass wir jetzt mal so gut wie fertig sind. Hier auf in der Rückwand werde ich auch nicht hier 1 Million. Wir haben gesagt, 22 Nägel einschlagen. Kommt für mich die Frage auf, ist die Rückwand ein tragendes Element? Oder? Ich verstehe es nicht. Und ja. Ich habe ewig nicht. Ich weiß, dass das halt schrecklich ist. Gerade mit meinem Stand. Bei mir ist es so, ich bin, was sowas angeht, bin ich vollkommen lernresistent. Und das lerne ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Ist auch nicht so, dass ich jetzt keinen Vater gehabt hätte, der mir mal handwerklich was gezeigt hätte. Ich kann es und werde es aber nie umsetzen können. Das wird sich bei mir auch nie ändern. Nie. Oder programmier dir in 5 Minuten Zeug zusammen, aber wenn du mir kommst mit von wegen, kannst du mal hier anpacken, da anpacken, ja.
Da bin ich ehrlich gesagt einfach nur viel zu dumm für. Man muss es sich auch mal eingestehen, ne? Irgendwann lernt man daraus. Aber gut. Na und? So. Jetzt haben wir unsere Rückwand. Jetzt können wir uns mal das Elend ansehen. Wahrscheinlich fällt jetzt auseinander. Ja, das ist jetzt unser jetzt schon verdreckter Nachtschrank. Hier unten haben wir so ein kleines Fach drin. Ich hätte es andersrum reinsetzen sollen. Genau das ist das, was ich mit euch meinte. Ich hätte es andersrum machen sollen, damit ich da die weiße Seite habe. Das heißt, ich darf es jetzt nochmal abziehen und nochmal neu reinschlagen. Das brauche ich euch aber nicht mehr anzusehen. Das werde ich jetzt nachträglich machen. Und vielen Dank fürs Zusehen, wenn ihr so lange ausgehalten habt. Und macht euch einen schönen Tag und verpisst euch aus meinem Wohnzimmer.